So, und damit herzlich willkommen zurück hier zum Werkfeuerwehr-Simulator 2014 mit mir, dem Niklas. Ja, wir treten mal wieder eine Schicht mit unserem Feuerwehrmann Werner Brigitte an. Gut geht's mir, danke. Und wir reihen uns mal wieder hier in diese Ringelreihe ein. Ja, das ist ja immer schön. Finde ich ganz lustig, die Ringelreihe, die hier immer runtergeht. Wir müssen ja jetzt auch runter. Und in der Morgenbesprechung, das habt ihr jetzt nicht gehört, weil ich werde die mal wieder rausmachen, das ist ja im Prinzip immer das Gleiche. Da hat der Chef gesagt, unser Fahrzeug könnte mal wieder eine Reinigung vertragen. Ja, das werden wir auch jetzt gleich erstmal machen, wenn wir denn mal bei unserem Fahrzeug angekommen sind. Wir fahren immer noch Florian 1. Wir haben in der letzten Folge übrigens 50 Minuspunkte dafür bekommen, dass... Was haben wir noch gleich gemacht? Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben gegen irgendwas verstoßen. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Es war aber auf jeden Fall was, wo wir auch auf der Hut sein müssen, dass wir dagegen nicht verstoßen. Also wir haben auf jeden Fall wieder Minuspunkte für die Reparatur bekommen, weil wir anscheinend wieder eine zu viel gemacht haben. Und dann noch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was. Naja. Wir werden uns jetzt erstmal hier diesen Hochdruckreiniger schnappen und das Fahrzeug ein bisschen abspritzen. So. Der Dreck muss weg. Tupf, tupf, wix, wix. Weg ist der Dreck. Ah, das sieht doch gleich viel schöner aus, wenn der Dreck hier weg ist. Irgendwo hatte der Chef recht. Das Fahrzeug hat wirklich mal wieder eine Reinigung gebraucht. Was sich allerdings nicht wegspülen lässt, sind diese Schattenbugs. Leider. Aber ich glaube, das erledigt sich, wenn wir uns irgendwo anders hinstellen. Und vor allem, was ich auch gut finde an diesem Hochdruckreiniger, spritzen, ohne dass hier irgendwas leer geht. Das ist ja mal geil. Ich spüle hier die Scheiben ein bisschen und dann verstärken sich die Spiegelreflexe oder was. Ah ne, doch nicht. Hab mich nur geirrt. Naja. Und da ist auch der Schatten von unserem Feuerwehrmann. Von Werner Brigitte. Hier sieht so ein bisschen gorillamäßig aus, wie der da geht. So. Dreck weg, Dreck weg, Dreck weg. Die Abnutzungsspuren lassen sich natürlich auch nicht... Florian 1. Von einer der Chemieverarbeitungen kam eine Alarmierung rein. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstens. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Alles klar, jetzt heißt es wieder mal höchste Eile. Wir haben wieder einen Einsatz. Alarm im Werk. Wir müssen zur Stelle eilen. Hallo Kollege, ich fahre an dir vorbei. Und ich weiß nicht, wo lang es lang geht. Ich fahre einfach mal hier mitten durchs Werk. So. Natürlich benutzen wir auch brav die vorgegebenen Straßen. Nicht. Genau, hier hat VGS residiert. Da haben wir damals den Brandmelder in einer der früheren Folgen den Brandmelder entschärft. Das war nur ein Fehlalarm. So. Dann wollen wir mal... Wo ist denn der Brandherd? Ach genau, jetzt fällt es mir wieder ein, was wir in der letzten Folge auch irgendwie verletzt haben. Das nannte sich Verletzung des Wegerechts. So, was darunter fiel, habe ich jetzt nicht genau begriffen. Aber ich denke, es hängt damit zusammen, dass wir die vorgegebenen Straßen hier nicht so wirklich nutzen. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ach nee, genau, genau. Wir haben unten einen zweiten Minuspunkt haben wir dafür bekommen, dass wir das Martinshorn am Einsatzort angelassen haben. Das fand ich schon irgendwie lustig. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Und ich habe immer noch nicht begriffen, wie man Löschmittel nachfüllt. Also wenn das einer von euch weiß, der kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich habe absolut keine Ahnung. Ich war zwar schon an diesem Löschmitteltank dran, aber... Der lässt sich irgendwie nicht nachfüllen. Also ich gehe da mit dem Feuerlöscher hin und dann ist da aber nicht irgendwie drücken Sie E oder F und keine Ahnung was.
Ein bisschen mysteriös ist das. So, hier steht auch ein Wasserhydrant. Gehe ich ganz kurz mal dran. Ich will ja den Feuerlöscher nachfüllen. Aber irgendwie, ich kapiere nicht, wie man das macht. Hier ist nirgendwo irgendwie ein Icon oder so. Und wenn ich hier hingehe, ist da auch nichts. Das ist total mysteriös. Wenn ich mit dem Auto hinfahre und wenn ich dann vielleicht die Tankklappe öffne. Oh! Ach Mist, das ist nur die Tankklappe. Ich dachte, wir hätten da jetzt ein schönes Zugriffssymbol, haben wir aber anscheinend nicht. Naja. Müssen wir auf jeden Fall zurück zur Wache fahren. Weil unser Treibstoff ist auch nicht mehr so wirklich prall gefüllt. Aber da hinten ist schon die nächste Tankstelle. Das ist schon mal gut. Da würde ich sagen, fahren wir jetzt auch hin. So. Ah, jetzt ist es passiert. Jetzt sind wir irgendwo gegengeknallt. Ich dachte, heute kommen wir mal ohne Kollisionen aus. Aber das ist... Befehl für Florian 1. Vom Außenbereich des Geländes. Florian 1 verstanden. Direkt der nächste Einsatzbefehl. Kaum kommen wir jetzt zurück. Heute ist ja richtig was los hier. Zum Glück ist es aber in der Nähe. Beinahe gegen die Wand gefahren. Zum Glück ist es in der Nähe der Feuerwehrwache, wollte ich eigentlich sagen. Oh, zum Glück kommt man hier durch. War ein bisschen doof gewesen, wenn nicht. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Und hier sind auch schon unsere Kollegen. Die Hallo. Vom Notarzt. Hallo. Aber was ist denn jetzt hier, was ist denn hier passiert jetzt? Oder gibt es wieder hier so einen Feuermelder, den man deaktivieren muss? Was ist hier los? Kann mir das einer von euch sagen? Nee, anscheinend nicht. Ach, da hinten wieder ein Brandmelder. Na gut, die Dinger sind schnell deaktiviert. Es war nur ein Fehlalarm. Verstanden. Die Kollegen beamen sich zur Wache. Die sind schon eine Stufe höher als ich. Aber vielleicht können wir uns ja irgendwann auch mal zur Wache beamen. Und unser Fahrzeug ist immer noch schmutzig zur Hälfte. Kein Wunder, wir wurden ja unterbrochen bei unserer Reinigungsarbeit. Moment, eigentlich wollte ich zur Tankstelle fahren. Weil... das ist nicht mehr wirklich viel, was wir da an Sprit haben. Hinten drin. Tag, Tag. So, wo ist die Tankstelle? Hier. Ah, jetzt halten wir das Ding hier dran und dann füllt sich der Tank langsam. Vielleicht geht das auch so ähnlich mit dem Feuerlöscher. Aber ich habe nichts am Wassertank gefunden, was irgendwie... womit man irgendwie da irgendwie auf Aktionstaste gehen könnte und dann sein Löschmittel nachfüllen könnte. Ich kapiere das einfach nicht. Und ich sehe, unser Wagen ist massivst dreckig.
Also da müssen wir uns auch drum kümmern, dass der mal wieder sauberer wird. Da hatte der Chef gar nicht so unrecht. Deshalb fahren wir jetzt auch auf schnellstem Wege zurück zur Wache, um uns halt mal um den Wagen zu kümmern und um uns mal um das Löschmittelproblem zu kümmern. Also ich finde, das mit dem Löschmittel hätte man aber auch so machen können, wie man es mit dem Tank gemacht hat. Dass man irgendwie mit dem Ding, mit dem Kanister da einfach hingeht und das nachfüllt. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Ich probiere es noch ein resigniertes weiteres Mal. Aber hier ist nichts, um das Löschmittel nachzufüllen. Hi. Das kapiere ich nicht. Wieso kann ich hier das Löschmittel nicht nachfüllen? Mysteriös, mysteriös. Naja. Fahren wir erstmal wieder hier zur Werkstatt. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt mit dem Hochdruckreiniger weiter. Die Hälfte des Fahrzeugs ist ja noch nicht sauber. Und wie gesagt, wir müssen uns hier ja überarbeiten. Der Chef muss uns hinterher zwangsweise nach Hause schicken, ansonsten funktioniert das nicht. Ich habe schon mal versucht, pünktlich Feierabend zu machen, aber das geht irgendwie nicht. So. Jetzt erstrahlt der Wagen wieder in neuem Glanz. Jetzt habe ich gerade eine Idee. Jetzt gucke ich gerade mal, ob man das Löschmittel vielleicht hier irgendwo nachfüllen kann. Aber anscheinend auch nicht. Vielleicht ist das ein fetter Löschmitteltank. Nee, auch nicht. Und ich habe noch eine Idee. Wir können mit dem Fahrzeug mal hier hinfahren. Aber hier scheint es nichts wirklich zu geben. Hier, das scheint einfach nur so eine Art Durchfahrt zu sein. Aber viel kann man da jetzt nicht wirklich machen. Ich kapiere das einfach nicht mit dem Löschmittel. Also das ist mir echt schleierhaft. Na, fit? Ja, doch. Eigentlich so. Eigentlich schon, so einigermaßen. Ne? Muss ja. So. Ich liebe meine Kollegen. Die sind immer nett. Na, jetzt muss ich aber. Ich kapiere immer noch nicht, wie man das mit dem Löschmittel nachfüllen macht. Also, das ist mir sowas von schleierhaft. Ja, ich gehe an diese komischen Tanks ran. Die sind ja auch als Hydranten gekennzeichnet, die Dinger, auf der Karte. Aber da passiert nichts, wenn ich da mit dem Feuerlöscher dran gehe. Das ist echt mysteriös. Was gibt's hier? Stromkasten? Nee, zu dem Stromkasten werde ich auch nicht. Ich kapiere das nicht. Ich werde daraus einfach nicht schlau. Also, wenn jemand von euch das weiß, schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Weil ich habe absolut keine Ahnung, wie man das macht. Und wenn ich es richtig mache, dann. Falls es dir nicht aufgefallen ist, deine Schicht ist seit 4 Stunden vorbei. Da du es nicht geschafft hast, selbstständig bei Zeiten Feierabend zu machen, muss ich dich jetzt zwangsweise nach Hause schicken. Ja, anders geht's ja leider nicht. Ich kann auf andere Weise nicht Schluss machen. Ich muss mich ja quasi überarbeiten, damit das hier gespeichert wird. Aber naja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn's dann wieder heißt, Werner Brigitte rettet das Werch.
Bis dahin.